Schönen guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader. Willkommen zum Blick in die Märkte am Wochenstart. Heute ist Montag, der 5. Oktober und wir schauen, wie ich das gestern bereits im Research am Sonntag auch avisiert hatte, auf den Nasdaq. Wir blicken in US-Dollar, Schweizer Franken und das Währungspaar US-Dollar, kanadischer Dollar. Ja, da war ja einiges los am Freitag am Nasdaq. Kaum mache ich mal einen Tag Urlaub, kommen die Bären hier um die Ecke. Das ist ja irre, aber es gab natürlich Gründe, die dafür auch gesprochen hatten. Das waren zum einen das Thema Trump mit seiner Covid-19-Erkrankung. Das belastet natürlich, weil man da nicht genau weiß, wie es mit dem Präsidenten weitergeht. Da ist Unsicherheit da. Zum Thema auch Wahlkampf wird das Ganze beeinflusst. Dann gibt es natürlich auch noch die Gerüchteküche, die da brodelt um den Gesundheitszustand des Präsidenten. Wie gut oder schlecht geht es ihm mit dieser Erkrankung wirklich? Also da wird eine Menge Tobabo drumherum gemacht. Das Ganze hat natürlich die Märkte dann belastet. Wir werden sehen, wie es heute weitergeht. Das wird auf alle Fälle auch für die Woche ein sehr, sehr wichtiges Kriterium, was wir hier an dieser Stelle haben. So, das also hier an dieser Stelle mit aufgezeigt und dann müssen wir einfach nochmal schauen, was wir diese Woche noch bekommen an wichtigen Nachrichten. Eine Sache noch zum Freitag vergangener Woche. Wir haben am Freitag die Non-Farm Payrolls bekommen und die Non-Farm Payrolls, die sind nicht ganz so gut ausgefallen, wie das die Erwartungen wieder gespiegelt haben. So, also ich bekomme gerade auf Facebook, man hört mich kaum. Wartet mal, ich schaue mal kurz nach hier mit dem Ton, kurzen Augenblick. Ach, der Ton, der lässt uns nicht in Ruhe. Ich habe heute auf Zoom übrigens wieder auf die alte, normale Übertragungsweise umgeschaltet. Und das hat dann zur Sorge, dass man mich ein bisschen anders sieht. Aber ich denke mal, das wird hier alles in Ruhe erledigbar sein. Ich mache dann sozusagen auch meine Anfrage bei Zoom, dass wir das technisch mit dem Sound mal noch in den Griff bekommen. Das wäre ja gelacht, wenn man sowas nicht auch hinbekommt. So, kurzen Augenblick. Jetzt muss ich mal kurz schauen auf die Pegel hier. Ich stelle mal kurz die Pegel etwas lauter. Jetzt sollte man mich auf Facebook auch gleich direkt etwas lauter hören an dieser Stelle und damit sollte das gehen. Also kurz wäre eine Info ganz lieb, ob man mich jetzt auf Facebook besser hören kann. Ich kriege auf alle Fälle die Ausschläge mit da rein, dass das Ganze alles soweit passt. So, das wär's. Das lasse ich mal, wo es ist. Und wir machen an dieser Stelle weiter mit dem Risikohinweis. Ich bitte, wie immer in Gänze zur Kenntnis zu nehmen, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Damit hätten wir darüber gesprochen. Und ja, muss ich sagen, das schauen wir uns jetzt gleich mal im weiteren Gang an, was wir an Nachrichten haben, Tagesnachrichten an dieser Stelle. Natürlich ein paar, die hier heute auf der Uhr liegen. Wir bekommen den Einkaufsmanager-Index hier bei uns für die Dienstleistung um kurz vor 10 Uhr gibt es das Ganze für die EU, 10.30 Uhr dann kriegen wir solche Nachrichten aus UK, also aus Großbritannien. 11 Uhr kriegen wir dann die Einzelhandelsumsätze für die Eurozone im Monat August und dann geht es im Nachmittag, in der Nachmittagssession auch weiter mit Einzelhandelsumsätzen bzw. mit dem Einkaufsmanager-Index und zwar das Ganze um 15.45 Uhr und um 16 Uhr. Also da die wichtigen Stellschrauben für den heutigen Tag, wann wir auf wichtige Nachrichten warten können. Und weil wir ja am Freitag hier nicht den Blick auf das geworfen haben, was diese Woche noch auf uns wartet, blicken wir mal noch in die Gesamtwoche. Neben der Tatsache, dass in China bis Donnerstag Feiertag ist, haben wir natürlich noch ein paar wichtige Nachrichten. Es geht hier ein bisschen durch die Reihe weg, weiter auch mit der Einkaufsmanager-Indizes gibt es am Dienstag für das Baugewerbe in Großbritannien. Dann kriegen wir morgen auch von der Energieagentur in den USA einen Energieausblick. Ja, da muss man schauen, wie das möglicherweise auf den Rohölpreis sich auswirkt. Wir bekommen die Jolts-Stellenangebote. Am Mittwoch gibt es dann die Rohöllagerbestände aus den USA und dann das Sitzungsprotokoll der FOMC. Da gibt es ja keine richtige sozusagen normale Sitzung mehr vor den Wahlen, sondern da bekommen wir es über diesen Weg. Apropos FOMC und FED, da fällt mir ein, morgen wird eine Rede erwartet von Powell und ich denke mal, Powell wird in diesem Punkt noch einmal darauf eingehen, wie wichtig es ist, jetzt sozusagen fiskalische Hilfen für die Wirtschaft zu bekommen. Das geht alles so ein bisschen auch Hand in Hand mit dem Thema Stimuluspaket. Also auch das wird natürlich diese Woche wieder an den Märkten gespielt. Gibt es vor den Wahlen nochmal ein Stimuluspaket, ja oder nein? Das Ganze wird aufgenommen und das, wenn das tatsächlich kommen sollte, das sollte dann die Märkte auch wieder ein bisschen stützen. Also die Unsicherheit wird relativ hoch bleiben. Wir werden eine relativ hohe Volatilität bekommen, zumindest ist das, was ich persönlich erwarte und was sich in der letzten Woche auch schon etwas abgezeichnet hat. Und das wird diese Woche, denke ich, auch mal so weitergehen. Das heißt, wir haben den Powell, wir haben das Thema Stimuluspaket und wir haben Trump am US-Markt, und das kann einiges an Bewegung entsprechend auch geben. Und wir wissen ja, wie die Nachrichtenlage in den USA sind, genau oder gerade um Trump. Trump, der harte Kerl, da wird ja hier alles das Beste gezeigt, und dann gibt es aber immer noch die anderen, die andere Dinge mit ans Licht bringen, die ja auch ans Licht gebracht haben von den Medien her, dass Trump schon eher wusste, dass er positiv getestet ist. Also es gibt einen Hickhack, und da wird die Volatilität ziemlich hoch bleiben, ne? Das Ganze hierzu. Also das nochmal kurz zum Dienstag, und dann sprechen wir hier weiter. Nachdem wir jetzt die wichtigsten Daten vom Mittwoch auch kennen, am Donnerstag, da bekommen wir von der EZB den geldpolitischen Begleittext und in den USA die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Und am Freitag bekommen wir dann noch ein paar Daten aus Großbritannien, und zwar das BIP und die Produktion des verarbeitenden Gewerbes. Das also dazu an dieser Stelle. So, haben wir erstmal mit da Wochenvorschau sozusagen auch mit besprochen. Ja, und wir machen einfach jetzt an diesen Stellen weiter mit den Charts. Und ich hatte ja gesagt, heute auf der Uhr Nasdaq, US-Dollar, Schweizer Franken und US-Dollar, kanadischer Dollar. Und ich sage an dieser Stelle, bitte auch nochmal, wer Fragen hat, einfach rein in die Chats auf Facebook und auch auf Zoom. Da kann ich mich sehr, sehr gerne darauf kümmern. So, hier werde ich auch gleich noch gefragt, was gibt es noch? Also, britisches Pfund, US-Dollar wird nachgefragt, und dann wird noch gefragt, ob ich was zum Dow sagen kann. Ja, na klar, das mache ich sehr, sehr gerne. Das passt. Also, jetzt Nasdaq, US-Dollar, Schweizer Franken, US-Dollar, Kanadollar, britisches Pfund, US-Dollar und der Dow auf der Uhr in den nächsten Minuten. Bleibt also sehr, sehr spannend. Und wir starten hier mal durch. Nö. Wir starten nicht mit dem Nasdaq durch, sondern wir machen erst die Währung und dann die Indizes. Da muss ich nicht hin und her springen. Heißt also, wir starten jetzt mal kurz durch mit dem Währungspaar US-Dollar, Schweizer Franken. Hier ist nämlich was Interessantes im Gange. Ich muss mal kurz auf den Tageschart umschalten, und dann nehme ich auch mal kurz diesen fetten Balken hier mit raus. Wartet mal, das muss ich mal kurz etwas kleiner machen hier. Diese große Schwungzone mal mit wegnehmen. Folgendermaßen, was hier passiert ist, das haben wir ja schon öfter mal besprochen im US-Dollar, Schweizer Franken. Ich schalte mal kurz in den Tageschart um. Wir sind hier unter eine sehr, sehr wichtige Marke gefallen. Hier unten in diesem Bereich, ne? Das ist die Marke um die 1, naja, knapp um die 0,92. Wir sind hier drunter gerutscht, unter dieses Level. Das hat natürlich ordentlich Abwärtsdynamik entsprechend gebracht. Und wir sehen hier an dieser Stelle einen Markt, der halt unter diese Linie gefallen ist und es nicht geschafft hat, drüber rauszukommen, sondern hier an dieser Stelle neue Jahrestiefs geschrieben hat. Und jetzt ist vor kurzem das passiert, weswegen dieses alte Verkaufslevel jetzt grün geworden ist. Das heißt, ein Unterstützungsbereich, nämlich wir sind hier in einem Trend sozusagen nach oben gelaufen. Ich skizziere diesen Trend einfach nochmal ganz kurz an dieser Stelle. Also hier an diesem Punkt, schaut mal hier, sind wir vom Tief unten rausgekommen, schon mal über dieses wichtige Level hier gelupft und dabei auch diesen Abwärtstrend rausgenommen. Dann eine schöne Korrekturphase gehabt, hier auch mit so einer leichten, runden Bodenbildung. Das zeigt uns, dass die Händler sozusagen wirklich nicht abgeben wollen, nicht nur einen Peaks runter haben, sondern so einen Schwungbereich ausgebildet haben, der immer wieder für Kaufinteresse gesorgt hat. Das sehen wir auch anhand dieser Kerzenform. Und dann ging es halt kräftig nach oben zur Bildung des entsprechenden Aufwärtstrends, den ich jetzt hier grün markiert habe. Und hier stellt sich jetzt natürlich sehr genau die Frage, was passiert hier an dieser Stelle weiter? Fallen wir wieder tatsächlich unten drunter? Weil rein technisch gesehen wäre es überhaupt kein Problem, wenn wir hier unten bis in den Bereich von 0,90 rein korrigieren oder hier 0,903 in etwa, 0,934. Technisch kein Problem. Faktisch aber wäre es doch ein deutliches Schwächezeichen, wenn wir diese wichtige Unterstützung einfach so wieder hergeben. Und das ist jetzt der Brenn- und Drehpunkt, den wir hier an dieser Stelle wirklich jetzt uns mal anschauen können. Hier schauen wir jetzt mal in den kleineren Zeitrahmen rein, weil hier ist jetzt wichtig, wie geht das Ganze. Wir sehen hier unten schon eine leichte Bodenbildung drinnen, also hier in diesem Bereich mal, das ist mal, was ich mal so anskizziere. Ähnlich wie hier unten, dass der Markt so eine Phase, so eine Zone ausbildet, in der immer wieder Käufer reinkommen. Trotz, dass wir hier oben auch in Teilen schwarze, also fallende Tageskerzen sehen, sehen wir von den Tiefs erholt sich der Markt immer wieder relativ gut. Und das ist das, was wir uns jetzt mal im Kleinen auch anschauen wollen. Das heißt, ich gehe mal hier zunächst in den 4-Stunden-Chart rein, wo wir natürlich ganz klar jetzt auch an dieser Stelle noch sehen, hier 1, 2, 3, 4, 5. Also wir sehen einen Markt, der ganz klar nach unten trendet hier an dieser Stelle. Also ich mache es mal kurz in Rot hier. Das ist der Abwärtstrend in der Stunde hier in diese Phase rein. Und solange wie dieser Trend nicht gebrochen ist, wissen wir ja selbst, es geht hier definitiv erst einmal nicht einfach so wieder nach oben, sondern untergeordnet drückt es den Markt runter. Und das ist jetzt die Gefahr, die wir sehen, dass wir hier irgendwo sowas in dieser Art sehen und dann die Fortsetzung zur Unterseite. Ja, das ist das, was wir hier haben. Aber, und das ist das, was ich jetzt an dieser Stelle auch sage, wir sind jetzt hier in einem Bereich verortet, wo wir hier oben um die 0,290, 1,52 in diesem Bereich das Zwischenhoch haben und hier unten eine Bodenbildungsphase. Und wenn wir tatsächlich von unten nach oben laufen, dann haben wir eine Art Trading Range unten zwischen 0,91, 64, 65 in etwa und oben die 0,290, 15 in etwa in diesem Dreh rum. Das ist der Schwungbereich und das ist das, was jetzt für die kurzfristigen Trader durchaus interessant werden könnte, wenn man sich das Ganze im sehr, sehr kurzfristigen Bild anschaut. Nämlich hier oben, schaut euch mal diesen Schwungbereich hier an. Das gucken wir uns gleich auch in den 5 Minuten mal an. Das ist interessant. Das heißt, dieser Rutsch nach unten hier, der könnte jetzt tatsächlich dafür sorgen, dass wir durchaus eine Umkehr im kleinen Bereich erstmal bekommen, weil der Markt will aktuell nicht so richtig drunter, ne? Das heißt, wir sehen hier erst einmal die Gegenbewegung nach oben mit der Chance in diesem Supportbereich, wo wir gerade sind, nach oben auch umzudrehen. Die Chance ist allerdings erst dann wirklich zum Greifen nah, wenn wir hier oben dieses Level rausnehmen. Aber die kurzfristigen Trader, die haben durchaus noch etwas Luft zur Oberseite hin. Das heißt, schauen wir uns das Ganze mal in den 5 Minuten an, hier, wie wir es ganz auch haben. Das heißt, hier, schaut mal, hier ist der Markt im extrem kleinsten, ja, schon am Aufwärtstrenden. Und wenn wir diesen Bereich hier oben rausnehmen, die 0,91, 8,55, 8,60 in etwa, das ist dann ein sehr, sehr interessantes Zeichen vom Markt, nämlich dann sehen wir, dass wir im kleinsten erstmal in die Ausweitung der Korrektur reingehen und dann haben wir Ausweichpunkte zur Oberseite. Und schaut mal, hier sehen wir das Level, was ich gerade im Stundenchart auch angezeigt habe. Hier oben, dieser Drehbereich, das ist jetzt ein Widerstandslevel. Ne? Das war erst hier oben die Unterstützung, dann haben wir es gerissen, sind nochmal rangelaufen und dann ordentlich nach unten abgeprallt. Und das ist das, was wir jetzt tatsächlich an Luft nach oben haben. Das heißt, wenn sich das, was ich jetzt hier im Kleinen so schön nach oben schlinge, tatsächlich hier drüber raussetzt, dann haben wir die Chance erstmal kurzfristig hier in die 0,91, naja, 97, 98, reinzulaufen und dann das Gap zu schließen. Hier, wartet, ich klemme mal kurz eine Leiste dran, hier eine Zeitleiste oder beziehungsweise eine Preislinie. Das ist die Marke von etwas über 0,290. Das wäre dann das Gap-Close und wenn wir dann noch weiter schauen zur Oberseite hin im Kleinen, haben wir hier dieses kleine Zwischenhoch bei 0,290, 0,99. Das sind die Marker, die wir hier sehen und das ist das, was wir halt aus diesem Abwärtsschwung nach unten rausbekommen. Und schaut mal, der Markt war hier obendran auch ziemlich ungehalten, ne? Schaut mal, wir sind hier runtergelaufen, haben korrigiert in diesen Bereich rein, haben den Trend fortgesetzt, sind leicht oben drüber gelaufen, nur um dann einfach wieder rumzudrehen und nach unten zu laufen. Und so sieht das Ganze jetzt halt aus in diesem Gesamtverlauf hier, in diesem Gesamtrahmen, wie wir hier jetzt trenden. Und das ist jetzt der 5-Minuten-Chart, wo wir die Abwärtsdynamik sehen und hier die leichte Chance auf diese Bodenbildung. Wie schon gesagt, das sieht dann, wenn es fortgesetzt wird, tatsächlich dann so aus, hier der Markt in diesem Schritte hier dann nach oben drüber hinaus und dann können wir schön diese Level anlaufen, beziehungsweise dann das, was wir sozusagen hier im Chart schon sehen, die Anlaufmarker, die haben wir definitiv dann da und die können wir definitiv als Planung nehmen, wenn die Umkehr stattfindet. Ansonsten sehen wir auch in den 5 Minuten sehr, sehr schnell, wie es hier weitergeht, wo der Markt rumdreht, ob er wieder schwach wird. Und wenn er schwach wird, dann hat das ganz klar das Zeichen, dass wir definitiv mal hier, wenn wir uns das Ganze in der Stunde anschauen wollen, in die Fortsetzung dieser Abwärtsdynamik kommen. Das heißt, das, was ich gerade in den 5 Minuten auch mit eingezeichnet habe, wird sich dann fortsetzen. Ja, das heißt, dieses, was wir gerade im 5-Minuten-Chart gesehen haben, ganz grob mal hier skizziert, das ist der Abwärtstrend, den wir da haben im Groben und der, wenn wir hier rumdrehen, idealerweise dann auch hier oben an diesem Level, dann haben wir wieder die Richtung zur Unterseite gegeben und dann haben wir wirklich die Chance von hier oben raus, also wenn wir jetzt tatsächlich hier abprallen und nach unten laufen weiter, dann haben wir erst einmal hier die Chance auf dieses Zwischentief drauf zu laufen, das heißt zur Unterseite mal noch hier kurz ein Planungslevel auch mit reingegeben, also hier unten dieses Zwischentief, wo der Spike auch reingelaufen ist, um die 0,9162 beziehungsweise hier leicht oben drüber haben wir ja auch noch einen kleinen Anlaufpunkt hier, diese Marke von 0,91 64. Das sind die Marker, die wir hier im Kurzfristbereich unten liegen haben. Und wenn das alles nicht hält, wie schon gesagt, dann sehen wir auch ganz klar den Weg nach unten gegeben, den Weg nach unten auch gezeichnet. Ich lösche hier mal kurz den Chart noch raus und dann müssen wir ganz klar sagen, Ausdehnung der korrektiven Phase und Level, die dann als Anlaufpunkte zur Planung mit reinkommen. Die sehen wir hier unten im Tageschart auch schon. Schaut mal, hier war so ein kleiner Wendebereich unten drinnen. Das ist die 0,91, 35 und dann hier der Schwungbereich unten hier in diesem Level um die 0,9054. Das sind die Marker, die wir schön zur Unterseite drin stehen haben, wo wir hier im US-Dollar, Schweizer Franken auch die Unterseite mit planen können. Also es wird sich wie immer im Kleinen entscheiden, wo es dann im Mittleren bzw. Großen auch hingeht. So, weiter in den Währungen. US-Dollar, kanadischer Dollar habe ich auf der Uhr. Hier an dieser Stelle, da ist er. Interessant, was wir hier sehen. Das Ganze auch erstmal eben mit dem Blick in den Tageschart. Bevor ich hier in die kleinsten Details mit reingehe, möchte ich kurz zeigen, was mir an dieser Stelle hier in diesem Chart auch wichtig ist. Und zwar ist mir eines wichtig, die Verortung hier oben drinnen. Schaut mal, diese Marke, dieses Drehlevel, als sich der Trend hier unten fortgesetzt hat, das ist der Bereich um die 1,338. Und wir sehen es hier kurz drüber, nochmal drunter, hier ran, Widerstand. Hier konnte sich der Markt einige Zeit im Widerstandslevel halten und dann hat er doch nach unten abverkauft. Und da wird es jetzt aus aktueller Warte sehr, sehr interessant, was an den ehemaligen Widerständen passiert. Und zwar hier unten, ich skizziere das mal, das ist so ungefähr die 1,326 in etwa. Das ist das alte letzte Kauflevel, deswegen mache ich jetzt aus der roten Linie eine grüne Linie und da ist es jetzt wichtig, was passiert. Warum ist es wichtig? Schaut, hier oben über diesen Punkt, über diesen Spike hat sich der Trend nach oben hin fortgesetzt. Ne? Man hat hier auch noch dieses alte Level, diesen ehemaligen Widerstand, also um diesen Bereich herum. Hier, wartet, ich ziehe mal die Linie noch ein Stückchen weit runter, hier in diesem Bereich hier unten auch rein. Also etwas zwischen 1,32 knapp 4 und 1,32,6. Das ist so diese Schiebezone und da wird es jetzt wirklich sehr, sehr interessant, weil hier in diesem Bereich haben sich Käufer gefunden, die dann wirklich die Dynamik nach oben bis rein in das Widerstandslevel gebracht haben. Und auch hier wird es jetzt sehr, sehr interessant. Schaut euch an, hier, da ging es mal nach oben, dann in die korrektive Phase rein und dann ordentlich der Schub nach oben. Und was wir jetzt sehen, ist einfach nur die korrektive Phase. Und auch da sehen wir den Weg nach unten durchaus gezeichnet. Das heißt, wir haben in diesem Bereich hier unten natürlich jetzt hier den Auffangbereich, ganz klar. Der ist zu sehen, der ist auch da. Und wenn wir davon abprallen, schauen wir uns gleich in den kleineren Zeiteinheiten an, dann haben wir erst einmal kurzfristig sehr gute Chancen, in den Widerstandsbereich hier oben reinzulaufen und dann durchaus hier über die Spike-Hochs weiter nach oben reinzulaufen. Das wäre dann sehr, sehr interessant, weil wir von diesem Punkt aus halt auch ein paar interessante Marker haben hier noch zum Anlaufen. Schaut mal hier, in diesem Bereich haben wir einige schöne Hochlevels, wir haben hier noch ein schönes Verkaufslevel hier drüben, also da sind schon sehr, sehr interessante Punkte mit da, die man durchaus hier zu den Tradings mit als Zielplanung auf der Oberseite mit reinnehmen kann. Ansonsten, die Unterseite gibt uns natürlich auch ein paar schöne Anlaufpunkte mit rein. Hier an dieser Stelle, wie schon gesagt, das Band, was ich genannt hatte. Natürlich, wenn das hält, können wir die Long-Seite gehen. Ansonsten, wenn das nicht hält, haben wir auch die Anlaufpunkte unten drinnen. Hier die 1,3202 beziehungsweise hier wieder dieses Schwunglevel zwischen 1,312 und 1,314. Das Ganze jetzt, wie schon gesagt, im Blick in die kleineren Einheiten. Jetzt ziehe ich mal kurz noch die Linie rein, damit wir sehen, wo wir drauf schauen müssen. Und wir sehen es jetzt hier mal mit Blick in den Stundenchart, wie der Markt nach unten läuft. Also auch trendig nach unten hier, also schön nach unten getrendet, fallende Hochs, fallende Tiefs hat man sehr, sehr schön auch da. Und jetzt, wie schon gesagt, ist jetzt wichtig, was an dieser Stelle passiert. Heißt also an diesem Punkt, schaut mal hier, das ist der Bereich, wo wir momentan versuchen, eine Stabilisierung zu finden. Klappt das, wäre das von Vorteil. Was ist hier das Zeichen, dass wir durchaus einen Vorteil sehen können? Schaut mal hier, das ist jetzt mal im kleinsten, ne? Der letzte Rutsch. Ja? Das ist wirklich das kleinste, was wir haben, nach unten hin, auch trendig. Und jetzt sind wir hier nach diesem Schub nach unten schon mal über dieses Level hier oben drüber gelaufen, ne? Über diese 1,332, hier oben drüber. Das ist ganz klar, jetzt sind wir unten reingelaufen. Wenn es der Markt tatsächlich schafft, von unten abzuprallen, wäre das genau das Bild, was wir brauchen, um zu sehen, dass der Markt nach oben möchte. Und das wäre dann die Umkehr aus der Bodenbildungsphase wieder in Richtung der übergeordneten Dynamik auf der Tagesbasis. Das ist genau das, was wir sehen, wenn wir hier an dieser Stelle mit der Aufwärtsdynamik sprechen bzw. starten. Ansonsten, wie schon gesagt, das Auffangband ist ganz klar da. Hier dieser Ausbruchsbereich, also es kann auch sein, dass der Markt sich hier noch ein bisschen austobt, aber solange wie wir nicht unter dieses Band fallen, also hier unter die 1,32 knapp 4, da haben wir weiterhin die Long-Chancen zur Oberseite auch da. Ansonsten, wie schon gesagt, die Anlaufmarke auf der Unterseite, die sehen wir auch sehr, sehr schön. Die Auffangbereiche, die wir hier haben, schaut mal hier, das war ein sehr, sehr wichtiger Drehbereich. Hier sind wir auch von unten schön nach oben rausgekommen, die Marke von um die 1,32 und dann haben wir hier unten noch ein weiteres Level, wo wir aus der korrektiven Phase in die Bodenbildung gegangen sind und dann nach oben durchgedreht sind. Das ist ein wichtiger Fakt. Ja, und dann natürlich hier an dieser Stelle aus den größeren Einheiten die Drehbereiche hier um die 1,31,2 und dann hier aus der korrektiven Phase hier, wenn wir uns mal diesen Aufwärtstrend hier drüben auch anschauen, der sich hier nach oben geschlängelt hat, dieser Bereich um die 1,30, 44, 45, das ist ein Korrekturtiefbereich, als auch möglicherweise ein Anlaufpunkt zur Unterseite hin und das sind die Marker, die wir hier im unteren Bereich sehen, wenn wir tatsächlich einen Ausbau der stark dynamischen Korrektur haben, also wenn hier Dynamik nach unten reinkommt, das wäre dann natürlich der Punkt, den wir uns auf der Unterseite ganz genau mit anschauen müssen, weil dann sehen wir hier, dann gehen wir auf Blick oder mit Blick in den Tageschart, auf den Trend, den wir hier sehen, doch in die deutlich tiefere Korrektur rein. Wie ich gesagt, Potenzial ist ja noch genug da, aber ich sag mal, solange wie wir die Bodenbildungsphase hier nicht abgeschlossen haben und keine Entscheidung bekommen haben, ob es hoch oder runter gehen soll, bleibt das Szenario, wie es ist. Die positiven Tendenzen sind da, aber auch das Risiko, hier tiefer in die Korrektur reinzugehen. Das heißt, auch diejenigen, die kurzfristig agieren wollen, die haben hier gute Drehpunkte mal wieder im US-Dollar, kanadischen Dollar. Und damit gehen wir zum US-Dollar, Schweizer Franken hatten wir schon. Hier kriegen wir gerade eine Frage, ob wir im US-Dollar, Schweizer Franken eine Cup mit Händel sehen. Ich gucke mal ganz kurz noch rein. Das sind ja Muster, die sehen wir in den Währungen nicht ganz so oft. Hier bleibe ich noch mal ganz kurz drauf. US-Dollar, Schweizer Franken. Hier an dieser Stelle, das ist mal der Tageschart und hier auf die Stundenbasis reingegeben. Ja, Lutz, ich weiß jetzt nicht ganz genau, was du hier siehst, aber eine Tasse mit Händelformation sehe ich hier momentan nicht im US-Dollar, Schweizer Franken. So, wir machen weiter mit dem Cable US-Dollar, britischer Pfund. Sehen wir weiterhin schön im Korrekturmodus und einen Korrekturmodus, der langsam, aber sicher müde wird. Müde, warum müde? Woran sehen wir, dass wir müde werden? Schaut mal, wir haben hier oben um die Marke von 1,30 einen ja doch ziemlich starken Widerstand. Und was wir hier auch sehen ist, dass wir hier zwar weiterhin den Anstieg nach oben hin haben, aber wir treiben nicht mehr so nach oben wie hier, dass wir wirklich steigende Hochs haben, sondern wir verharren jetzt sozusagen zwischendrin hier in diesem Bereich dieser Außenkerze, also hier oben, ich markere das mal an, kurz hier das Hoch dieser Kerze und hier unten, wartet mal, hier mache ich mal ganz kurz ein paar Linien raus, dass wir hier das auch wichtig und richtig sehen an dieser Stelle und dann mache ich das Chartbild mal noch etwas größer. Also was brauchen wir? Wir brauchen sozusagen hier noch die Unterseite dieser Kerze und dann haben wir schon mal den Bereich des Außenstabes, wie er im Trading ja auch bekannt ist und jetzt haben wir hier die Innenstäbe, also die Innenkerze und das ist ein Zeichen, da wird es etwas müder und das ist jetzt hochinteressant, wenn wir hier tatsächlich ein Umkehrmuster bekommen, dann können wir hier aus der tiefen Korrektur zur letzten bewegen, schaut mal, das, was wir hier an Bewegung hatten, vorangegangen, war ja dieser Bereich hier, schaut mal, das war die Abwärtsbewegung und wir haben jetzt hier diese Abwärtsbewegung fast vollständig korrigiert und wenn wir hier zumindest kurzfristig eine Umkehr bekommen, haben wir zumindest mal die Chance, die Unterseite anzulaufen, also Chance für die kurzfristigen Trader, beziehungsweise auch für die Trader, die diesen Abwärtstrend hier mit auf dem Schirm haben, nämlich von hier oben dann nach unten reinzulaufen, in die alten Zwischentiefs und das wäre dann das Interessante, wenn wir uns das mal eben kurz in der Stunde auch anschauen wollen. Hier die Stunde, der Stundentrend an sich, das ist das, was ich meine. Er wird etwas müde, der Trend. Ne? Wenn wir uns das mal anschauen, hier sind wir wirklich schön auch hochgelaufen. Aber wir haben immer sehr tiefe Korrekturen gesehen und hier sehen wir, es kommt der Markt jetzt nicht mal mehr oben drüber. Das ist das, was müde wird, und wenn wir jetzt hier tatsächlich oben rauskommen und nach unten hindurch starten, das wäre dann wirklich der Fall, der Fakt, dass wir unten weg wollen. Und wenn wir es mal sehen, im Kurzfristbereich haben wir hier ein Level sozusagen, dieser Bereich hier, wo wir immer mal angetestet haben, und wenn dieses Level um die 1,29,1 tatsächlich fällt, dann haben wir hier die untergeordnete Unterstützung auch rausgenommen. Deswegen mache ich es mal ganz kurz grün. Und das wäre dann wirklich ein Zeichen, dass wir kurzfristig nach unten rumdrehen und dann ein paar Anlaufpunkte zur Unterseite haben. Das heißt hier im kurzfristigen die Zwischentiefs hier, die 1,28,2. Ja, das wäre das Tief dieser Außenkerze, was ich gesagt hatte. Ja, und dann, wenn wir das Ganze weiter nach unten schwingen wollen, sehen hier der Drehbereich um die 1,27,62. Das ist Nummer 1. Und Nummer 2, was wir dann tatsächlich auch haben, wäre unten ganz tief hier dieser Schwungbereich hier, als wir dann nach oben durchgestartet haben, die Marke von 1,2685. Also das sind tatsächlich Marker, die wir durchaus auf der Unterseite mit haben, wenn wir hier die Schwäche haben. Und dann geht es natürlich auch in die Frage, was passiert denn dann, wenn wir tatsächlich jetzt aus der tiefen Korrektur nach unten umdrehen? Wo sind die nächsten Anlaufmarker, wenn es hier zur Trendfortsetzung kommt? Hier unter 1,2685, dann haben wir auf der Unterseite auch Anlaufpunkte da. Und zwar hier das Schwunglevel unten, das Korrekturtief hier in diesem Bereich um die 1,2478 bis 80 und dann hier ganz weit unten die 1,22,5. Das sind durchaus Level, die müssen wir auf der Uhr haben, wenn wir tatsächlich unten durchfallen. Da ist noch viel Platz, muss noch viel entschieden werden am Markt. Das Risiko ist aber da, dass sich die Short-Seite fortsetzt, also für die Bullen hier, die sich sagen, naja, Moment mal, das ganz, ganz große Bild ist doch aufwärts gerichtet. Hier, wenn wir uns mal kurz die Dynamik anschauen wollen, hier im großen Bild, dann haben wir halt einfach dieses Chartbild auch mit da, was wir hier nach oben ziehen, und dann haben wir halt untergeordnet die Bewegungstrends, aber für die kurzfristigen Trader zählt halt nur eins, und zwar ist, das ist der aktuelle Trend, der jetzt da ist, und wenn wir uns den aktuellen Trend auf Tagesbasis mal anschauen wollen, der ist halt ganz klar abwärts gerichtet und dessen Fortsetzung würde die Korrektur dieser langen Bewegung voranschreiben, und da haben wir die Anlaufpunkte auf der Unterseite halt noch da und deswegen hier auch die Entscheidung zum Thema, welcher Trend ist denn der richtige zum Traden, und damit, ja, würde ich sagen, gehen wir mal zu den Indizes, heißt also hier in den Währungspaaren Nasdaq und den Dow. So, Nasdaq haben wir hier, US-Tech ist das Kürzel, was wir hier haben, und wir sehen es hier momentan im Stundenchart, aber mir ist erst einmal der Blick in den Tageschart sehr, sehr wichtig, und zwar das Verharren oder beziehungsweise das Verhalten, was wir hier am Freitag entsprechend auch gesehen haben. Schaut euch das mal an. Hier ganz klar, wir sehen es, wir sind von unten schön wieder nach oben gekommen. Der Bodenbildungsprozess um die 10.675 Punkten hat mal wieder gut funktioniert. Der Markt ist schön in dieses Widerstandslevel hier oben reingelaufen, um die 11.600 Punkte Marke, und hat im Tageshoch am Freitag hier bei 11.613 das Top markiert und ist dann ordentlich dynamisch nach unten gelaufen. Wir sehen hier, ich habe das mal eingemarkert, noch einen Bereich unten liegen um die Marke von 11.220 Punkten, 21 in diesem Drehbereich rum. Das war das Tagestief vom Freitag. Da kommt es jetzt drauf an, wie es weitergeht. Warum? Worauf kommt es drauf an? Es ist einfach jetzt die Tatsache, das war schon ein ordentlicher Abverkaufstag. Damit sind die bullischen Tendenzen mittelfristig längst nicht raus, ja, sondern wir sind jetzt hier wirklich in diesem Schwankungsbereich, und bei der hoch erwarteten Volatilität diese Woche müssen wir halt auch mal mit größeren Schwankungsbreiten rechnen. Die Frage ist jetzt halt nur, wie geht es weiter? Wir sehen es, wir haben die Woche mit einem Aufwärtsgap eröffnet und sind jetzt durchaus auch in der Chance, weiter nach oben zu laufen, aber wir haben hier an dieser Stelle jetzt zwei wichtige Punkte. Erstmal oben der Widerstand, grob 11.600 Punkte, und zweitens für das kurzfristige hier der Bereich vom Freitagstief um die Marke von 11.220 Punkten. Und das schauen wir uns jetzt mal eben im Stundenchart an, worauf es hier kurzfristig auch ankommt, dass wir auch kurzfristig ein paar Marker finden, denn ich mache mal kurz den Lower Timeframe an, also die Trendzeichnung hier, dieses LTF ist Lower Timeframe in diesem MTO, ein Live-Signal-Paket, was man hier sozusagen im Stereo-Trader mit benutzen kann, und hier sehen wir, der Markt ist momentan eher abwärts gerichtet, als er das aufwärts gerichtet ist, aber wir haben durchaus eine Chance, die Oberseite weiter anzulaufen. Deswegen schauen wir mal ganz kurz, was hier wichtig ist, und zwar, schaut mal hier, das hier oben, dieser Bereich, ja, der ist jetzt wichtig, weil das war der Drehpunkt, als wir hier kurz drüber gelaufen sind. Und wenn wir jetzt hier tatsächlich wieder in die Situation reinkommen, dass wir hier also sozusagen einen aufwärts gerichteten Markt haben, dass wir das Ganze zum Wochenauftakt so sehen, dann haben wir ganz klar kurzfristig die Anlaufmarker schön auf der Uhr. Das heißt, Nummer 1, entscheidend für die kurzfristige Richtung ist das, was wir hier oben sehen. Also laufen wir hier übers kleine Zwischenhoch bei 11.381 Punkten drüber, ist der Weg erstmal relativ frei bis hier zu diesem Peak um die 11.480 Punkte Marke. Schaffen es die Bullen auch diese Marke zu überwinden, dann können wir uns weiter nach oben orientieren, hier ganz klar 11.500, knapp 75 Zähler und dann das Zwischenhoch hier bei 11.613. Also das wäre mal das Szenario, ab nach oben, wieder zum Test aufbrechen des Widerstandslevel um die Marke von 11.600 Punkten. Aber prallen wir direkt von diesem heutigen Tageshoch ab und den Markt schiebt es nach unten, dann Thema Vola, dann kommt das Freitagstief wieder in Frage. Und wenn wir das tatsächlich nach unten fortsetzen, also wenn wir hier das Freitagstief bei 11.221 Punkten abverkaufen, dann haben wir hier ganz klar einen Abwärtstrend im Kleinen, der sich weiter nach unten fortsetzen möchte. Also hier diesen Schwungbereich, den wir hier haben, den müssen wir mal ein bisschen mit rausnehmen. Ich ziehe es mal ganz grob durch, hier unten rein, hier die Korrektur nach oben hin, zack, 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 das sind mal die Level. Und wenn wir jetzt hier tatsächlich Schwäche reinbekommen, dass wir hier keinen, zumindest mal kleinen Aufwärtstrend entstehen lassen können. Tja, dann sieht es so aus. Hier erst einmal Weg unten Richtung Freitagstief. Und wenn das dann rausgenommen wird von dieser Marke, ist das nächste Anlauflevel mal hier unten. Dieser Drehbereich um grob den Bereich von 11.000 Punkten. Das ist der Blick in den Nasdaq. Und jetzt schauen wir in den Dow Jones. Heißt also hier, kleiner Klick, US30, das Kürzel. Ja, wenn wir uns hier die Vola mal einfach anschauen, die wir am Freitag gesehen haben, die ist echt nicht von schlechten Eltern. Wenn wir uns das Ganze mal hier anschauen, wir sind weit nach unten gelaufen und dann den ganzen Tagesverlust nach oben wieder aufgekauft. Also das ist schon ein ziemlich starkes Zeichen. Das zeigt uns momentan, dass der Markt wirklich beide Dip macht. Das heißt, an tieferen Kursen kommen immer wieder Händler mit rein. Und das sind natürlich hier auch die Hoffnungen auf das Stimuluspaket, die Hoffnung auf positive Nachrichten vom Trump, die Hoffnung auf die FED. All das spiegelt den Markt dann wieder. Und wenn der Markt die Hoffnung spielt, haben wir natürlich Chancen, hier die Oberseite mit anzulaufen. Und wenn wir uns das mal ganz kurz anschauen wollen, welche Marker wir hier haben, dann müssen wir einfach mal schauen, hier das Hoch vom Donnerstag um die Marke von 28.000. Wo war das Hoch? Ich kann es mal genau raussuchen. 28.079,71, also knapp 28.080 Zähler hier an dieser Stelle. Das wäre das Hoch. Wenn wir da schön drüber laufen, da hätten wir dann den Weg erstmal offen, zunächst hier in die Marke von 28.300, naja, knapp 70 Punkte. Und das schauen wir uns mal eben kurz im Stundenmarkt an. Und da sieht es momentan rein von der Charttechnik her gar nicht so schlecht aus. Warum? Wie komme ich darauf? An dieser Stelle, wartet, ich lasse es euch mal ganz kurz hier anzeigen. Schaut mal, der höhere Zeitrahmen, der lower Timeframe, also das, was wir hier untergeordnet sehen, trendet jetzt nach oben. Und wir haben hier schön eine hohe Flagge. Ich zeichne die hohe Flagge mal ganz kurz ein, kurzen Augenblick. Also hier an dieser Stelle, wenn wir es mal so grob sehen wollen, die hohe Flagge wäre also quasi hier, schaut mal, das ist so die Box, die sich oben gebildet hat, die hohe Flagge. Das ist ein eher bullisches Zeichen, weil wir uns hier in diesem Bereich dann natürlich auch in einer wichtigen Zone befinden. Und solange wir sozusagen über diesem Bereich hier verharren, die Stauzone da oben, eher oben drüber suchen als unten drunter, ist das ein Stärkezeichen. Das heißt, wenn wir hier die Hochs rausnehmen, über der Marke von 27.920 Zählern, haben wir wirklich gute Chancen, zunächst erstmal nach oben zu laufen, diesen Aufwärtstrend hier fortzusetzen. Und wie schon gesagt, die Kleinstmarker haben wir ja auch da. Hier an dieser Stelle der Bereich um die 28.040 bis 28.085 Punkte im kurzfristigen Bereich durchaus drin hier. Der Blick in den Dow. So, jetzt schaue ich mal kurz nach Fragen, ob wir hier noch welche haben. Ne, weitere Fragen sind jetzt nicht da. Das heißt, alles gut. Dann, na, Gold. Ha, hier ist eine Frage. Danke, Ewald, fürs Fragen. Jetzt hätte ich das fast übersehen. Hier wird die Frage gestellt, Thema Korrelation Gold zu den Aktienmärkten. Man muss dazu sagen, Thema Korrelation, Thema Gold und Thema Aktienmärkte. Wir haben es ja in letzter Zeit häufig gesehen, der Goldpreis ist gestiegen und die Aktienmärkte sind gestiegen. Das ist etwas, das spielt der Markt nicht permanent. Ja. Der Goldpreis hat sehr, sehr viel auch mit dem US-Dollar-Preis zu tun. Ja. Ganz klar, ein fallender US-Dollar bringt den Goldpreis sozusagen auch nach oben mit ran. Das ist natürlich auch das, was wir in der Korrelation zu den Aktienmärkten sehen. Wenn der Dollar etwas schwächer wird, für die US-Wirtschaft ist das jetzt in diesem Maße nicht so schlimm, weil dann werden die Produkte aus den USA fürs Ausland günstiger. Das hat auch Vorteile. Man muss halt einfach schauen, wenn wir uns den Goldpreis momentan einfach mal anschauen, wenn wir hier das Ganze sehen, der Goldpreis, Moment, jetzt muss ich mal kurz schauen, hier haben wir den Silber, da unten ist Gold, hier auf der Tagesbasis, dann sehen wir momentan schon eine Art ähnliches Bild, wie wir das bei den Aktienmärkten sehen. Und wir sehen halt auch, dass wir, wenn die Aktienmärkte schwächeln, den Goldpreis auch immer ein bisschen im Schwächeln haben. Also momentan spielt man ganz klar diese Korrelation. Aber Korrelation zu den Aktienmärkten mal hin oder her. Zum Thema Gold bin ich halt einfach der Meinung, dass wir schon, wenn der US-Dollar weiter schwächer wird und wir haben durch die gesamten Hilfspakete, die jetzt auch möglicherweise in den USA auch noch auf uns warten, schon noch einiges da, was den Dollar mit belasten kann. Das heißt, den Dollar schwächer macht und das hat dann aufgrund der Dollarschwäche schon die Chancen auch wieder weiter nach oben mit anzusteigen. Also da ist für mich die Korrelation zu den Indizes nicht so wichtig wie die Korrelation zum US-Dollar und der ist halt der wichtige Ausschlaggeber, der Kurstreiber sozusagen und das Ganze hier in Punkte gebracht, wenn der US-Dollar schwächer wird, steigen in der Regel auch die Rohstoffpreise, weil die Rohstoffe in Edelmetalle sind ja auch in gewisser Maßen Rohstoffe. Gut, Gold ist jetzt nicht zwangsweise hier so ein massiv verwendeter Industrierohstoff. Kann sein, dass ich mich da irre. Ich komme da nicht aus der Branche. Aber ich weiß, dass Silber viel, viel häufiger in der Medizin oder auch in der Industrie verwendet wird, als das mit Gold der Fall ist. Klar, Gold in der Elektrotechnik ist auch wichtig, aber Silber ist da deutlich mehr. Auch der Rohstoff, der für die Produktion verwendet wird. Also hier, wie schon gesagt, die Korrelation zu den Aktienmärkten ist im Moment da. Viel, viel wichtiger ist meiner Meinung nach allerdings die Korrelation zu dem, was mit dem US-Dollar passiert. Und da sollten wir genau hinschauen. Und wie schon gesagt, auch hier im Gold, wir haben momentan den Goldpreis nach unten gerichtet. Das Abwärtsszenario ist tatsächlich da. Und schaut mal, wir haben hier am Freitag diese Abverkaufskerze bekommen, innerhalb des bestehenden Abwärtstrends, den wir hier in Gold auch haben. Und wenn das Thema bestätigt wird, gucken wir mal in der Stunde hier, ich klicke es mal ganz kurz durch, dann haben wir in der Stunde den Aufwärtstrend gebrochen, schaut mal hier, der letzte Schub nach oben, hier hat er schön auch angefangen zu schwingen, aber der ging halt einfach hier oben rein, in die Korrektur, dann dort oben rauf und im Kleinstbereich haben wir jetzt schon einen Trend nach unten, also hier schaut mal, da schlängelt sich schon was unten rein, im Kleinsten sozusagen und wenn wir das im Großen durchbekommen hier, dann haben wir hier die Bewegung nach unten, die den Aufwärtstrend rausnimmt und dann haben wir die Unterseite für den Goldpreis schon mal noch mit da. Also da könnte sich was relativ Gutes entwickeln. Ich behalte das mal auf dem Schirm. Möglicherweise haben wir eine schöne Handelsidee auch für den morgigen Tag. Das bleibt auf alle Fälle mit im Fokus. Das zum Gold. Ja. Und ich muss sagen, eine Sache möchte ich mal ganz kurz noch zeigen. Ich weiß, wir sind schon 10 nach 9, schon ein bisschen drüber wieder. Aber ich habe hier eine Sache... die brennt mir quasi so ein bisschen unter den Nägeln und das ist hier, wenn wir mal kurz reinschauen wollen, ich habe es schon sehr, sehr oft besprochen, ich schaue mir gerne den VIX an, also den Volatilitätsindex hier an dieser Stelle. Und wenn wir uns jetzt mal kurz was anschauen wollen, eine Anomalie, die wir hier sozusagen haben, ich hoffe, man kann das sehen, ich scroll den Chart mal kurz ein bisschen höher, hoppala, wo ist denn jetzt mein, hier, da ist er, hier, passt mal auf, die Werbung mal kurz weg. Beim Thema VIX, schaut euch mal an, was wir hier hatten. Worauf es mir jetzt ankommt, ist, also selbst wenn man das vielleicht jetzt nicht ganz so gut erkennen kann, ich versuche es mal noch ein bisschen größer zu machen hier an dieser Stelle. So, schaut mal hier. So, jetzt größer kann ich es nicht machen, aber ich hoffe, man sieht, worauf ich hinaus will. Schaut euch mal an, wir hatten hier am Donnerstag letzter Woche, ich mache mal ganz kurz noch hier nebendran, oder hole ich mal ganz kurz rein, den S&P 500. So, da ist er. Im Tageschart, den haben wir da. So, schaut mal. Das hier ist der Donnerstag. Hier. Also wir haben hier am Donnerstag eine ansteigende Kerze gehabt. Und normalerweise ist es so, dass der VIX fällt, wenn die Kurse am S&P 500 steigen. So, also das war der Donnerstag, ja. So, und jetzt schaut euch mal an, was hier passiert ist. Am Donnerstag, das ist die Montagskerze, das ist die Freitagskerze, das ist die Donnerstagskerze. Wir haben am Donnerstag einen im Kleinstbereich einen steigenden VIX gehabt und die Aktienkurse sind gestiegen. Das ist meistens ein Vorzeichen darauf, dass es an den Märkten etwas ungemütlich werden könnte. Ja? Also wenn man diese Zusammenhänge sieht, gerade zum Thema Korrelation, schaut euch sowas gerne einfach mal an. Hier an dieser Stelle, das ist dann wirklich der interessante Punkt. Wenn wir sowas sehen, dann müssen wir uns meistens darauf einstellen, dass es hier ein bisschen ruppig an den Märkten wird, weil wenn die Vola steigt und die Aktienmärkte steigen, ist das sehr, sehr oft ein Indikator dafür, dass wir hier einen Rutsch kurzfristig nach unten sehen können bei den Indizes. Und das ist das, was wir auch gesehen haben, kam ja dann auch am Freitag, ist die Vola stark angestiegen hier nach oben hin, kam dann zwar auch zurück ein bisschen wieder, aber nichtsdestotrotz, der Anstieg der Vola hat dann auch deutlich hier gezeigt, an den US-Aktienmärkten ging es dann ein ganzes Stück nach unten. Also, das quasi noch kurz dazu. Damit habe ich jetzt alle Fragen auch beantwortet. Das Thema ist durch und hier müssen wir schauen, wie es heute weitergeht. Ich wünsche allen erfolgreiche Trades und sage Tschüss, bis morgen 8:30 Uhr, der Blick in die Märkte mit den nächsten Handelssinn. Vielen Dank und bis morgen. Tschüss.